Hallo, jetzt mal ganz kurz. Kennt ihr verlorene, arme Seelen? Ja, die kennt ihr. Und wie nennt man sie? Ja, Antifa. Sind nicht nur, ich zeig euch mal was. Ich wollte es nicht so umständlich machen hier mit dem Bild hier und so. Ne? Wäre mir jetzt so aufwendig gewesen. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. So, ich glaube, das reicht auch, oder? Ich meine, ich sag's mal so, ja, ich habe schon mal gesagt, wenn diese kleinen Antifa-Idioten doch ihre Identität und so weiter und so fort so hassen, ja, warum tun sie uns denn nicht den Gefallen und springen wie diese Lemminge ein nach den anderen über die Klippe? Denn haben wir unseren Frieden und sie haben ihren Frieden. Ja, also und ihr seht ja auch, warte mal, ich mache das noch mal eben ganz kurz hier. So, ja, wie jung sie sind, ja. Ja, ne, guckt euch das an. Das sind ganz arme Würstchen sind das, ja. Die haben, weiß nicht. Ich versuche das mal, ob die Kamera das kann. Kann die das kompensieren? Ja. Guck mal, die sind doch nicht älter als 17, 16, maximal 18 oder so, ja. Das sind doch ganz junge Leute und die kann man ganz schnell manipulieren. Das sind verlorene Seelen, die sind in den falschen Kreisen reingekommen. Ja, sie merken gar nicht, dass sie an der Zerstörung Europas mitarbeiten. Ja, das merken die gar nicht. Die sind so dämlich. Ja? Mann, ey. Kleine verstörte Idioten nur. Ey, haben wohl kein gutes Elternhaus gehabt, wa? Ja, ist Papi mit seinem Prügel doch mal ein bisschen zu hart rangegangen, wa? Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, das ist das, was die Politik geschafft hat hier, ne? Man muss sich überlegen, ja? Jetzt kommt noch das Allerhärteste. Von solchen Leuten werden wir regiert. Ja? Was glaubt ihr denn, woher die Merkel kommt? Ja? Diese Frau wurde darauf, nicht nur diese Frau überhaupt, die ganzen da, die wurden geschult. Die wurden geschult darauf, ja, uns zu täuschen. Ne? Ich sag nur, Multikulti ist gescheitert, nicht wahr? Ey, das hat ja jeder abgenommen. Nein, ihr Plan war es von vornherein aus, genau hier Multikulti zu schüren. Nicht wahr? Und Herr Seehofer. Auch damals schon. Wie so ein kleiner Dackel mit seinen Schwänzchen hinter das Herrchen Merkel hergewedelt und gesagt hat, ja, Multikulti ist dort. Nicht wahr? Ja, Merkel ist eine ehemalige DDR-FDJ-Oberbeauftragte. SED. Die hat unter Honni. Ne? Vorwärts immer, rückwärts nimmer, nicht wahr? Unglaublich. Die hat uns getäuscht, die sind damit, die wurden so enttäuscht, also ähnlich wie Agenten halt, wurden sie ja geschult, ne? Um die Bevölkerung zu täuschen. Und mehr wollte ich nicht sagen, und das hat sie auch erfolgreich gemacht. Viele haben sich täuschen lassen. Selbst ich habe geglaubt, diese Frau meint es ernst, aber nicht. Na, und jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz hier. Guckt euch diese dumme
Europa zerstörenden Bande an. So sehen sie aus. Sie haben kein Gesicht, sie haben keine Identität, sie haben keine Ehre, sie haben nichts. Sie sind nur kleine, dumme Kinder, die man erzählt hat, dass eine Nation oder wenn man eine Nationalität hat oder wenn man eine Werte hat oder Tugenden, dass das schlecht und böse wäre. Ja. Und arme Menschen, nee, sie tun mir leid, sie tun mir leid. Aber sie werden es spüren, nicht? Ich habe gesagt, ihr seid nur Mittel zum Zweck für diese Sache und mehr seid ihr nicht. Und dann werdet ihr auch ausgestoßen, abgestoßen und dann hat sich die Sache erledigt. Nicht wahr? Arme Geister. Ja. Ich hoffe, ihr werdet daraus lernen. Denn ihr werdet die Gejagten sein. Schreibt euch das hinter die Ohren. Ne? Nein, nein, das war jetzt keine Drohung. Ne? Das ist nur eine Feststellung. Ne? So läuft es immer so, weil erstmal wird der Teufel wird kämpfen und dann muss man den Teufel besiegen. So ist das halt. Also, mach's gut. Bis dann.